Und damit hey und herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu der vierten Folge der Erzgebirge Aue Karriere. Und heute steht ein sehr, sehr wichtiges Spiel an. Und zwar kommt heute die Rache an, ihr seht es, Dynamo Dresden. Dieses Spiel können wir natürlich nur selber spielen, aber davor müssen wir noch etwas begleichen, weil Rasmussen hat ja in dem Spiel gegen Hamburg die rote Karte kassiert, die ich absolut nicht verstanden habe, aber er hat sie nun kassiert und dementsprechend müssen wir ihn jetzt mal kurz austauschen. Dementsprechend startet Samson und Rasmussen muss erstmal komplett aus dem Kader raus und für Rasmussen werde ich erstmal wieder Kusic mitnehmen, der ja aus der Mannschaft rausrotiert wurde. Und jetzt sehen wir uns auf jeden Fall in dem Spiel gegen Dresden. Die beiden Mannschaften laufen jetzt ein in das Erzgebirgsstadion. Eine wunderschöne Choreografie. Und ich hoffe, wie gesagt, dass wir heute endlich Wiedergutmachung leisten können für dieses Spiel, in dem wir 2:1 aus dem DFB-Pokal in der ersten Runde rausgeflogen sind. Wir wollen Wiedergutmachung. Vor allen Dingen sind wir ja gegen Dresden, wie gesagt, rausgeflogen. Das ist im Sachsen-Derby nochmal noch eine größere Schande als wie schon zuvor. Und das wollen wir jetzt begleichen. Und es geht auch noch darum, vielleicht an Nürnberg vorbeizuziehen, die punktgleich mit uns Zweiter sind und wir sind Dritter. Und das ist der Anstoß und wir sehen uns auf jeden Fall in der ersten Chance des Spiels. Und Laufpass auf Attik. Attik ist durch. Attik ist durch und das ist dann schon Schuss. Sprachen lernen, Bubble. Und Mendel kann den zum Glück parieren. Aber die Ecke danach kann natürlich auch nochmal gefährlich werden. Und sie senkt sich gefährlich rein. Aber wir können den Ball ganz gut klären. Testrot. Und der Pass kommt nicht an. Fehlpass. Hartmann, Mendel. Und sie sind durch Attik fast frei vorm Tor. Und das ist ein Eigentor. Es ist echt ein Eigentor von Mijovic. Ausgerechnet gegen Dresden. Das darf nicht passieren. Und da rutscht er unglücklich an den Ball und es ist ein Eigentor. Derweil wollte er ihn einfach nur klärend grätschen. Ja, es passiert, was willst du da machen? Hochscheid auf Fahndrich. Fahndrich auf Orellana. Und Orellana, wir kennen diesen Jungen, was er drauf hat. Und er legt ihn nochmal in die Mitte. Knapp geklärt. Und kann den nochmal verteilen. Auf Samson. Und der spielt auf Testrot. Und Testrot vergibt die Chance. Und das ist der Anstoß der zweiten Halbzeit. Und bisher geht das Dresden-Trauma weiter. Wir müssen dieses Spiel nochmal drehen. So können wir das jetzt nicht stehen lassen. Jemjev voll durch. Nein. Was ist das denn? Als ob das ein Elfer war. Und er verschießt ihn zum Glück. Ich muss mir das nochmal angucken. Was war das denn? Und ich stehe jetzt auf sehr offensiv, weil wir müssen das machen. Wir haben keine Chance mehr sonst. Und Hochscheid. Hochscheid kann jetzt kontern. Hochscheid läuft ihm davon. Hochscheid auf Krüger. Und Krüger. Krüger macht das 1:1. Was für ein Konter. Das ist so, so, so wichtig für das Selbstvertrauen. Jetzt nicht wieder gegen Dresden zu verlieren. Und dann macht Krüger diesen Konter rein. So schön in Szene gesetzt von Hochscheid. Samson kommt nicht an den Ball. Da sind sie viel zu frei. Jeremew. Und super an die Schnittstelle. Orellana kann den machen. Orellana zum 2:1. Zum 2:1. Und er schießt uns damit das Trauma von der Seele. So ein wichtiges Tor. Und da zündet er den Turbo. Und auf einmal macht er auf seine alten Tage noch so einen wichtigen Treffer. Der kann uns echt in der Saison noch vor so einigem retten. Achtung, ganz gefährlich, da ist er viel zu frei durch, Mendel. Agu schlägt den nochmal weit raus, aber es wird noch nicht reichen wahrscheinlich. Eine Chance wird Dresden noch bekommen, wir müssen das jetzt ganz gut verteidigen. Krüger gut am Gegenspieler, aber trotzdem, sie bleiben im Ballbesitz. Terrazino,
Sie bauen das trotzdem relativ langsam auf. 3 Minuten noch. Und es ist Abpfiff. Sie machen es zu langsam. Der Schiri pfeift ab. Und damit ist das die Rache an Dynamo Dresden. Die Rache für die Niederlage, für die Blamage, die wir im Pokal von ihnen bekommen haben. Und mit diesem Sieg gegen Dresden sind wir zwar immer noch Platz 3, konnten aber unseren Vorsprung auf Stuttgart ausbauen. Und vielleicht können wir es ja ändern und zu Platz 2 werden, indem wir wieder gegen Sandhausen gewinnen. Aber davor kann Samson erstmal wieder auf die Bank. Er hat seinen Vertreterjob echt gut gemacht, aber Rasmussen ist wieder da und kann eingesetzt werden. Kusic geht wieder in die Reserve und Samson auf die Bank. Und eben dieses Spiel gegen Sandhausen wird jetzt simuliert und wir hoffen natürlich, dass wir hier wieder einen Sieg mitnehmen können. Aber zu Gast ist immer schwierig und Sandhausen ist jetzt auch nicht die schlechteste Mannschaft. Und es ist echt die erste Niederlage seit langem wieder und wir verlieren mit 2:1 gegen Sandhausen in Sandhausen. Und nach einer Woche Spielpause konnten unsere Jungs jetzt erstmal wirklich schön regenerieren und die Niederlage gegen Sandhausen wieder vergessen. Und das müssen sie auch, denn jetzt geht es in ein Spitzenspiel gegen Nürnberg. Und mit einem Sieg ziehen wir an Nürnberg vorbei und kommen damit auf den 2. Platz. Und das wäre zumindest vorübergehend ein direkter Aufstiegsplatz für Aue. Wir gehen wieder mit dieser Mannschaft rein. Sie hat uns noch nicht enttäuscht bisher. Und ich glaube, sie wird uns auch jetzt nicht enttäuschen. Und dieses Spiel kann man ja wohl nur selber spielen. Und genau das werden wir tun. Und die 2 Teams laufen ein in das Erzgebirgsstadion, wo wir in dieser Folge erst noch die Rache an Dresden vollziehen konnten. Und jetzt spielen wir gegen Nürnberg ein direktes Nachbarschaftsduell. Punktgleich. Der Platz 2, also Nürnberg, gegen den Platz 3, also Aue. Und wir haben die Chance, jetzt auf den 2. Platz zu kommen. Und das war der Anstoß. Und wie immer sehen wir uns in der ersten wichtigen Situation. Tor, zu viel Platz für Mesidjan. Und der ist sowas von schnell. Und jetzt müssen wir den rausköpfen, aber der geht übers Tor. Zu viel Platz für Dovedan. Viel zu viel Platz. Wir kommen ihm kaum hinterher und Mendel hält aber zum Glück. Schöner Pass auf Krüger. Rasmussen hat super gepasst auf Krüger und Krüger sieht in der Mitte Testrot. Aber Testrot ist zu langsam. Testrot legt den raus auf Krüger und da ist viel Platz. Krüger und da wird. Es ist kein Foul. Es ist beigespielt, tatsächlich. Und nach einer relativ ereignisarmen Halbzeit kommen wir jetzt in die 2. Halbzeit. Rizzuto setzt sich durch. Der sieht Testrot. Testrot sieht in der Mitte Orellana. Orellana sieht Hochscheid. Und Hochscheid macht ihn nicht. Quarellana wird da nochmal in Szene gesetzt. Vielleicht schießt er einfach mal von da. Quarellana, was für ein Schuss. Und damit ist das Spiel abgepfiffen mit 0-0. Irgendwie ein bisschen ein unbefriedigendes Ergebnis. Ich hätte hier gerne den 2. Platz klar gemacht, aber trotzdem, auch mit einer Punkteteilung können wir doch in so einem Spitzenspiel zufrieden sein. Es hätte natürlich torreicher sein können, das wäre gut gewesen, aber es ist wie es ist. Und wie schon gesagt, werde ich jetzt für euch das Interview skippen. Und wenn man das nächste Spiel einfach nicht simulieren darf, weil es einfach das Spitzenspiel schlechthin gegen Darmstadt ist, werden wir jetzt hier die Folge beenden. Denn dieses Spiel werden wir selber spielen. Aber wenn euch die Folge trotzdem gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen da, ein Abo da, aktiviert die Glocke oder eben auch nicht. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt mir das doch bitte mal in die Kommentare und vor allen Dingen warum nicht, damit ich das in Zukunft verbessern kann. Und dementsprechend haut rein und wir sehen uns wieder auf Erzler Games. Ich melde mich hier nochmal aus dem Schnitt. Mir wurde auf jeden Fall ein Rechtsverteidiger vorgeschlagen. Ich werde hier den Kommentar dafür einblenden. Und zwar der gute Neko Williams. Und genau diesen Spieler werde ich jetzt auf die Wunschliste und in der Transferzentrale vermerken. Und werde dann auf jeden Fall schauen, ob ich ihn verpflichten kann. Für welches Geld, dass er dann im Winter zu uns wechseln kann.